Faszination Chemie, das ist jetzt unser Thema mit Professor Nuno Maulide. Sie sind der Chef der organischen Chemie der Universität Wien, sind Wissenschaftler des Jahres 2018. Und jetzt dürfen wir sozusagen einen echten Professor, einen echten Wissenschaftler kennenlernen. Und wir freuen uns jetzt, wenn Sie uns in die Chemie sozusagen hineinziehen und uns Ihre Faszination für dieses Fach, wenn Sie uns daran teilhaben lassen. Bitte schön. Dankeschön. Also herzlich willkommen, schon guten Morgen zusammen. Es ist mir heute gelegen oder gelungen, Ihnen über die Faszination der Chemie in persönlicher Form zu berichten. Aber vielleicht als allererstes soll man etwas über mich sagen, weil Sie werden schon fragen, ob ich wirklich ein Professor bin. Normalerweise vorstellt mich man was anderes als Professor oder eher so was oder was ein bisschen Verrücktes. Oder was ganz Verrücktes, aber sicher nicht junge Menschen, aber ich bin das lebende Beweis, man kann auch relativ jung Professor werden. Das geht, es ist auch möglich. Es ist nicht nur für alte, graue Personen. Und wieso Chemie, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Naja, ich werde Sie jetzt überzeugen, dass in Ihrem Körper jetzt gerade mehrere Milliarden von chemischen Reaktionen stattfinden. Dauernd. Jede Sekunde, als wir sprechen, da, überall sind mehrere Milliarden an chemischen Stoffen, an chemischen Substanzen, die miteinander reagieren, die sich umwandeln, die sich in neuen Substanzen übergeben und zurück. In diesem Fall habe ich hier so ein Bild, wo es Milliarden Moleküle schwimmen und Sie sehen, die sind alle dieselbe Molekül. Was ist dieses Molekül eigentlich? Ich habe sie jetzt isoliert. Sie sehen, wir Chemiker mögen diese Moleküle, die etwas schön aussehen. Ich darf es für Sie übersetzen. Es gibt hier weiße Kugeln, es gibt graue Kugeln, es gibt rote Kugeln. Grau ist Kohlenstoff, weiß ist Wasserstoff und rot ist Sauerstoff. Also wenn ich das jetzt in unsere Sprache übersetze, sieht es so aus. Jede von diesen Ecken ist ein Kohlenstoff. O steht für Sauerstoff und H für Wasserstoff. Eigentlich das Molekül heißt Glykolaldehyd. Wenn Sie jetzt den genauen Anzahl an Kohlenstoffatomen, Wasserstoffatomen und Sauerstoffatomen berechnen, würden Sie sehen, an Kohlenstoffe gibt es 1, 2, Wasserstoffe 1, 2, 3, 4 und Sauerstoffe 2. Also das würde man in einer Summenformel als C2H4O2 zusammenfassen. Eigentlich, allgemein genannt, ist dieser Stoff in diesem Formel zu verstehen. CnH2nOn. Sagt es Ihnen was? Was sind es eigentlich für Stoffe, die diese Zusammenformel normalerweise haben? Zucker, oder? Und bestes Beispiel, wenn N gleich 6, ist es C6H12O6. Das ist unsere liebe Glucose. Wer hat heute schon Glucose gefressen? Vermutlich alle, oder? Weil wer hat bis heute keinen Zucker genommen? Und das Lustige ist, es würde bewiesen, dass aus dieses Molekül, aus Glykolaldehyd, fast alle Zucker, alle Kohlenhydrate zu gewinnen sind. Durch chemische Reaktionen. Lustig ist, man denkt teilweise, dass Kohlenhydrate nicht immer so gut sein dürfen, oder? Meine Freundin sagt mir immer, Nuno, ich will keine Kohlenhydraten, weil da werde ich dick. Das ist jetzt der neue Pfad. Man darf nicht Kohlenhydrate zu sehr nehmen. Brot, Pasta, alle diese Sachen, die machen ein bisschen zu fett, oder? Und insbesondere da, wo man es nicht will. Aber gibt es doch Kohlenhydrate, die essentiell für uns wären? Naja, machen Sie statt N gleich 6, N gleich 5. Was wäre das dann? C5H10O5. Das ist die Molekülformel von Ribose. Sagt es Ihnen was? Ja, ich sehe, es gibt hier ganz volle Chemie-Afficionados. Ribose, und wenn man diese OH-Gruppe wegnimmt, heißt es Desoxyribose. Ich denke, diese Namen sagen Ihnen was. Wer hat noch nicht von Ribonukleinsäure oder Desoxyribonukleinsäure gehört? Das sind unsere liebe RNA und DNA. Das sind diese lustigen Moleküle. Was sind diese Moleküle letztendlich? Mehrere Moleküle an
Ribose, die sich wie mehrere Kinder oder mehrere Menschen an die Hand aneinander binden. In einer unendlich langen Kette. Das sind diese Strände hier, wovon Sie schon wissen, es kommen diese Basen, diese Stickstoffbasen, Cytosin, Guanin, Adenin, Thymin oder, wenn man mit RNA zu tun hat, Uracil. Das haben Sie schon sicher in der Schule gelernt. Und Sie haben sicher gelernt, dass diese Moleküle eigentlich die Träger der Erbinformationen in alle lebendigen Organismen sind. Es ist alles aber Chemie. Der Grund, warum Sie dieselbe Augenfarbe als Ihre Eltern oder dieselbe Haarfarbe als Ihren Eltern haben, ist, weil die Information da drinnen chemisch gespeichert wurde und von Ihren Eltern zu Ihnen übertragen wurde. Also in allen lebendigen Zellen gibt es eine Reihe an solcher doppelten helikalen Moleküle. Sie sehen, es ist hier jede Menge auf diesem Strang rot und orange, das ist Wasserstoff und Phosphor. Und dann in der Mitte, fast als Steigen in ein unendlich langes Stiegenhaus, ist alles blau, weil Stickstoff eh blau gefärbt wird. Und wie gesagt, solche Moleküle, DNA und RNA, gibt es in jeder lebendigen Zelle. Es ist das aber, wie gesagt, alles Chemie. Deswegen war es besonders überraschend, wenn man vor ein paar Jahren dieses Molekül, das Glycolaldehyd, wo alles angefangen hat, sogar in der Milchstraße gefunden hat. 300 Lichtjahre entfernt von uns schwimmen in die Luft Moleküle an Glycolaldehyd. Unglaublich, oder? Wenn man in die Sternwarte geht und es so sieht, dass es da in dieser Masse doch solche Moleküle, die, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, als Vorstufe für alle Kohlenhydrate, Glucose, Ribose und was weiß ich, schwimmen, ist es vielleicht schon interessant als Antwort für eine Frage, die uns alle interessiert, oder? Wie ist unser Leben entstanden? Wie ist Leben auf diesem Planet entstanden? Woher kommt das alles? Könnte es sein, dass diese schwimmenden Moleküle irgendwie dann Zucker und Kohlenhydrate binden und aufbauen und dann letztendlich zu DNA und RNA umgehen? Eine interessante Frage, die wird sicher mit Hilfe der Chemie beantwortet. Aber ist die Chemie nur Analyse? Ist es nur, was uns bewegt, diese Moleküle zu analysieren, zu detektieren, wo sie sind, was sie machen? Ich würde sagen, nein. Chemie ist viel, viel mehr als das, weil Chemie eigentlich eine großartige Eigenschaft hat. Und zwar, das ist wahrscheinlich die einzige Wissenschaft, die ständig ihre eigenen Forschungsobjekte generiert. Stellen Sie sich vor, ein Chemiker macht jeden Tag neue Moleküle, die vorher nie auf diesem Planet anwesend waren. Ich lasse die Botschaft jetzt sinken. Oder jeden Tag gehen Sie zum Labor und haben die Chance, was zu tun, was es nie vorher gab. Großartig, oder? Das bedeutet, wir können unsere Umwelt und unsere Umgebung selbst gestalten. Das heißt, wir sind in der Lage, solche Moleküle zu machen, die eigentlich nützlich sind. Erstes Beispiel, Wirkstoffe, die eigentlich eine biologische Aktivität haben, möglicherweise Pharmazeutika. Dieses Molekül hier ist auch ein C6, so wie Glucose, aber heißt Ascorbinsäure. Das dürfte Ihnen vielleicht nicht vieles sagen, aber wenn ich Vitamin C erzähle, wird es vielleicht ein bisschen mehr bedeuten, oder? Industriell produziert aus Glucose, im Labor hergestellt, in massiven Mengen, also 100.000 Tonnen im Jahr, ist schon viel. Und jetzt frage ich, wer ist in diesen letzten 3-4 Monaten erkältet oder sogar mit Grippe gefallen? Bitte die Hand hochheben. Das ist eher ein hochaktuelles Thema, oder? Man kann fast damit rechnen, jedes Jahr, zumindest ich rechne damit aus, jedes Jahr werde ich einfach erkältet, mindestens einmal, manchmal zweimal. Dafür ist es manchmal gut, wenn Sie Vitamin C präventiv nehmen, um Ihr Immunsystem zu verstärken. Aber trotzdem kann es sein, dass Sie doch die Grippe erwischt. Was nehmen Sie dann? Dieses Molekül hier, obwohl es Ihnen vielleicht nicht viel sagt, Pseudoephedrin, ist dafür verantwortlich, dass Sie vielleicht nicht so eine schwierige Zeit bei Ihrer Erkältung und Grippe gehabt haben. Weil es natürlich in alle beliebtesten Medikamenten, die man für die Behandlung von die Symptomen von Erkältung oder sogar Grippe
vorkommt. Und wieder ein chemisches Molekül, ohne das wir vielleicht große Schwierigkeiten im Winterzeit hätten. Was kann man sonst mit Chemie tun? Ich würde fast fragen, wer trägt heute Kleidungen? Da hoffe ich, dass die Antwort einheitlich ja ist. Diese Stoffe, die Sie in Ihren Kleidungen haben, wer trägt was aus Baumwolle? Schon viele, oder? Wissen Sie, was Baumwolle ist, chemisch gesehen? Zellulose heißt es. Zellulose ist auch, was man in einem Blatt Papier hat, in einem Baum, in einem Pflanz hat und auch, was in Ihren Kleidungen aus Baumwolle ist. Zellulose. Sie werden vielleicht sogar erkennen, dass Zellulose eigentlich eine Wiederholung von Molekülen an Glucose ist. Ist es nicht lustig, wie wenn man mehrere Ribosen aneinander bindet, hat man diese DNA und RNA? Und wenn man mehrere Glukosen aneinander bindet, dann hat man Zellulose und die Stoffe, die in unseren Kleidungen vorkommen. Wer trägt heute Jeans? Warum sind Ihre Jeans blau? Farbstoffe. Wissen Sie, wie das heißt, dieser Farbstoff? Indigo. Genau. Auch ein organisches Molekül. Wird auch im Labor synthetisiert. Wenn Sie bei uns an der Fakultät für Chemie der Universität Wien Chemie studieren, ist ein Versuch im Praktikum die Synthese vom Indigo. Und dann darf man natürlich seine eigene Jeans färben, wenn man will. Was kann man auch mit Chemie tun, mit Synthesechemie tun? Naja, die Ernährung der Bevölkerung. Das hört man vielleicht nicht so gerne, aber es ist eine große Wahrheit. Pflanzenschutzmittel sind essentiell für unser Leben. Denken Sie dann, die Produktion an Sachen wie Kakao oder Hopfen oder Mais oder irgendwelche Obst und Pflanzen, die Sie andenken können, ist nur in dieser Art und Weise möglich, wie wir jetzt haben, weil wir Chemiker Pflanzenschutzmittel entwickelt haben, die diese Pesten einfach bekämpfen, die diese Unkräuter einfach bekämpfen können. Ohne dies wäre es nicht möglich. Ohne dies hätten wir vielleicht viel weniger Kakao für unsere Schokolade. Aber Herr Professor, Chemikalien, das haben wir schon mehrmals gehört, Chemikalien sind schlecht. Ich will keine Chemikalien in meinem Essen. Ich will keine Chemikalien in meinem Wasser. Ich will keine Chemikalien in meinem Leben. Punkt. Oder? Your chemistry is bad. Chemikalien sind schlecht. Das war's. Breaking Bad. Chemikalien sind schlecht. Ich muss Sie aber erinnern, das Wort Chemikalie darf keine Bedeutung an sich haben, weil Wasser auch eine Chemikalie ist. Würden Sie sagen, dass Wasser eine schlechte Chemikalie ist? Ich trinke jetzt ein Schluckchen. Würden Sie meinen, dass es schlecht als Chemikalien ist? Ich trinke jetzt ein Glas, zwei. Wenn ich jetzt 10 Liter Wasser trinken würde, wäre es für mich gut? Nicht. Das rate ich niemandem. Bitte den Versuch nicht zu Hause machen. Eigentlich mehr als 5 Liter ist schon gefährlich. 10 Liter sind tödlich. Sie können an zu viel Wasser trinken, sterben. Traurig, oder? Chemikalien an sich sind nicht gut, sind nicht schlecht. Es ist, was man damit macht, das eventuell eine schlechte Bedeutung oder ein schlechtes Ergebnis liefern kann. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Etwas, was mit Chemie zu tun hat, wo Sie sich nie andenken könnten. Ich muss dafür erst über Kristalle Ihnen was sagen. Naja, ein Kristall, was ist ein Kristall? Das würden Sie schon wissen. Kristalle kann man sich vorstellen als diese Sachen, die im Schmuckstück kommen. Jeder trägt schon gerne so ein kleines Kristall, entweder in einem Ring oder in einem Armband. Aber Kristalle chemisch gesehen sind, zuerst das Wort kommt aus dem Griechischen, Kristallos, das bedeutet Eises Kälte, Frost oder sogar Eis. Kristalle sind eigentlich Festkörper, welche eine gewisse Anordnung ausweisen. Und diese Anordnung führt zu großartig, also wirklich wunderschöne Strukturen. Selbst Ihr Eis, wenn es ein bisschen wärmer wird, ist auch ein Kristall. Und Kristalle haben diese Eigenschaft, die sie sich manchmal in mehreren Formen präsentieren können. Ich zeige Ihnen hier zum Beispiel Schneekristalle, das ist nur Wasser, H2O.
und Sie sehen, wie die Wassermoleküle sich in verschiedene Formen und eigentlich alles schön, aber ganz unterschiedlich weisen, kristallisieren, sich anordnen können, dass man am Ende ganz verschiedene unterschiedliche geometrische Formen auch vor sich hat. Wissen Sie, welche andere Substanz oder Mischung von Substanzen auch so viele Kristallformen aufweist? Vielleicht nächstes Mal, dass Sie dieses essen, ich hoffe, es gefällt Ihnen, werden Sie an Kristalle und an mich denken können. Schokolade ist selbstverständlich keine reine Substanz. Es ist eine Mischung Kakao, Butter und Milch und alles Mögliche. Da sind mehrere chemische Substanzen drinnen. Und diese Mischung kristallisiert und da hat man unsere feste Schokolade. Was Sie vielleicht nicht wussten, ist, dass Schokolade nicht nur in einer Form kristallisieren kann. Es gibt sogar 6 Kristallformen für Schokolade, so genannt von 1 bis 6. Das Lustige ist, die Form, die wir gerne essen und wir gerne mögen, ist die Kristallform 5. Jetzt frage ich, wer hat schon Schokolade ein paar Monate bei Raumtemperatur gelassen und dann beim Aufmachen überraschend oder traurigerweise gemerkt, dass es nicht mehr so gut war? Und welche Farbe hat es dann? Ein bisschen weiß, oder? Das ist vielleicht so ähnlich. Das ist aber immer dieselbe Zusammenfassung, dieselbe Zusammensetzung von Schokolade. Ist nur die Kristallform 6 statt der Kristallform 5. Aber merken Sie, wie ein Unterschied in der Kristallform einfach der Unterschied zwischen schmeckt gut oder ist ekelhaft und kann man wegschmeißen, macht, oder? Sie sehen sogar, dass hier verschiedene Schmelzpunkte für diese Kristallformen vorhanden sind. Wer hat schon das erlebt, eine Schokolade im Sommer zu nehmen und dann merken, dass es einfach plötzlich geschmolzen wurde? Dann haben Sie versucht, das wieder im Kühlschrank und dann schmeckt es nicht wieder so gut, oder? Warum? Wenn Sie das wieder zu schnell im Kühlschrank geben, dann wird es zu schnell kristallisieren und führt entweder zu Form 1 oder zu Form 2 oder zu 3 oder zu 4 und das sind wieder nicht die Schokoladekristallformen, die uns gefallen. Also nächstes Mal, dass Sie Schokolade essen, denken Sie daran, erst nicht das schmelzen zu lassen, zweitens, das nicht so lange lagern zu wollen, weil das eigentlich sich schlecht umwandelt. Am besten denken Sie daran, das sofort und schnell wie möglich zu essen. Ich hoffe, die dann ein bisschen überzeugt zu haben, dass die Zukunft unserer Gesellschaft eindeutig von der Chemie abhängt. Weil die Chemie anscheinend die große Herausforderung in der Gesellschaft in Sache Umwelt lösen kann, auch in Sache Energie, da hätte ich auch einen ganzen Vortrag darüber halten können, wie wir die nächste Generation Solarzellen jetzt schon gerade im Labor als chemische Substanzen herstellen können. Sie haben gesehen, wie die Chemie in Ihrem Leben eigentlich essentiell ist und hoffe ich auch, wie wir jeden Tag was Neues gestalten können. Und so ist die Chemie. Sie kommt von der Analyse und geht bis hin zur chemischen Funktion für neue Stoffe. Deswegen ist Chemie so faszinierend. Sie ist eigentlich unvermeidbar. Sie ist rundherum uns und wir müssen sie eigentlich akzeptieren und versuchen, besser zu verstehen. Dankeschön. Nuno Maulide, wir möchten Sie nicht so gerne so schnell schon wieder gehen lassen. Deswegen gestatten Sie mir ein paar Fragen. Und zwar erstens einmal vielen Dank für Ihren leidenschaftlichen Vortrag und auch dafür, dass wir Ihre Liebe zur Chemie spüren konnten, ganz eindeutig. Und auch meine Liebe zu Schokolade. Ja, und das auch. Eine Frage, und zwar, wir haben hier ja ganz viele junge Menschen, die sich eben entscheiden, eben zum Beispiel möglicherweise auch Chemie zu studieren. Was heißt es denn, wenn man das Fach in der Schule hatte und das Fach dann in der Universität auf der Universität studiert? Viele erleben das in der Schule anders, möglicherweise nicht so
attraktiv, wie man das jetzt gerade von Ihnen präsentiert bekommen hat und hat vielleicht einen Vierer gehabt in Chemie. Ist das ausschlaggebend dafür, dass man das, dass man sich nicht drüber traut über das Studium? Oder würden Sie sagen, herkommen, probieren, Leidenschaft für Mathematik mitnehmen, Interesse zu haben? Was braucht man dafür, dass man das Chemiestudium sozusagen schafft auch? Also in erster Linie möchte ich ein großes Lob an alle unsere Kollegen in den Schulen und Gymnasien, weil ihre Arbeit wirklich nicht leicht ist, manchmal unter schwierigen Bedingungen. Und sie schaffen es trotzdem, die Faszination der Chemie sehr häufig rüberzubringen. Es ist für mich als Lehrende immer schwierig, die Chemie zu präsentieren, ohne Alltagsbeispiele zu bringen. Und ich halte Vorlesungen im Bachelorstudium, im Masterstudium. Da würden Sie denken, alle Studenten sind super begeistert und wollen lernen. Es ist nicht immer so. Und wenn ich sage, heute werden wir über Schwefelchemie sprechen, dann schaut jeder so und sagt, boah, was wird das jetzt heute? Und dann bringe ich sofort ein Beispiel vom Alltag. Warum meine Haare, also ich habe jetzt die Haare geschnitten, aber warum meine Haare Locken haben, währenddessen ihre Haare glatt sind, das ist reine Schwefelchemie. Dann kriege ich schon die Aufmerksamkeit und dann fangen wir an mit der Vorlesung. Ich denke, deswegen ist es sehr wichtig, bei dem Chemiestudium, wenn sich Chemie vorstellt, immer einen Bezug zum Alltag, einen Bezug zum Makroskopischen, zu unserer Welt zu haben, weil die Chemie sehr abstrakt ist. Diese Formeln, die sind alle im submikroskopischen Bereich zu sehen. Okay? Wir wissen, dass sie da sind, aber eigentlich, was uns interessiert, ist, was dann wirklich tatsächlich passiert. Wenn ich da ein Atom an dieser Zellulose ändern würde, dann kann es sein, dass meine Kleidung ganz anders aussieht. Das ist, was uns an die Chemie fasziniert, wie wir auf diesem kleinen Bereich was modifizieren und doch plötzlich in unserem Bereich was anderes entsteht. Also Sie sagen es, Chemie ist allgegenwärtig. Mit den Beispielen sozusagen gelingt es Ihnen auch so diese Andockpunkte zu liefern, also dass uns das überall begegnet. Man hat auch exzellente Berufschancen, so wie Sie gesagt haben, also von der Pharmaindustrie über die Textilindustrie, über Lebensmittel, über Pflanzenschutz, über Lacke, Farben, was auch immer, Baustoffe vielleicht auch. Aber sozusagen, bis man dann dort arbeiten kann in diesen Feldern, braucht es ja ein Grundwissen. Heißt das, würden Sie sagen, auch wenn man sozusagen Mathematik gehört dazu und auch schon sozusagen sich damit auseinanderzusetzen zu wollen, was Formeln angeht oder eben Verbindungen? Natürlich, die Chemie als Studium benötigt schon stark eine Unterstützung von der Mathematik und die Physik ist auch teilweise dabei. Das sind alle die Grundfächer, die dann zu Spezialisierung in gewissen Bereichen, organische Chemie, das ist mein Lieblingsfach, gibt es auch analytische Chemie, physikalische Chemie, anorganische Chemie, das sind dann die verschiedenen Spezialisierungen. Ich würde fast sagen, in der Organik braucht man kaum Mathematik, ich war immer sehr schlecht in Mathe, daher freut mich, eine Richtung gefunden zu haben, wo es wenig Mathematik gibt. Bei physikalischen Chemie braucht man deutlich viel mehr Mathematik, also dann kann jeder schon auswählen, was für einen am besten passt. Jetzt sind da alles junge Menschen, die sozusagen vielleicht im Jahr vor der Matura sind oder im Matura-Jahr. Wie war das bei Ihnen? Warum haben Sie sich damals entschlossen, Chemie zu studieren? Also ich wollte schon seit immer etwas an Heilung untersuchen und forschen und mitmachen. Meine Eltern sind beide Ärzte. Ich wollte nicht unbedingt mit kranken Menschen jeden Tag zu tun haben. Das ist nicht meins. Aber ich wollte schon was tun, was für die Heilung eine Relevanz hätte. Und dann habe ich in dieser Branche der Chemie, wo man neue Wirkstoffe synthetisiert, also wie gesagt, uns ist wirklich gelungen, jeden Tag neue potenzielle Wirkstoffe im Labor zu machen, die vorab niemand getan hat. Und sie dann irgendwie in Kooperationsprojekte zu testen. Wer weiß, ob morgen einen besseren Wirkstoff für Grippe oder für die Behandlung von Erkältungen uns gelingt im Labor. Das könnte Ihr Forschungsprojekt bei uns auch sein. Gibt es die Möglichkeit, dass man zu Ihnen ans Institut kommt für Studieren probieren zum Beispiel? Ja, wir sind immer offen. Es ist eine Frage der Zeit, es ist eine Frage, wie man sich traut, eine E-Mail zu schreiben. Aber bisher haben wir immer das geschafft. Wir haben vor kurzem eine Schule, also das waren 10- bis 12-jährigen Kinder. Und für die haben wir ein kleines Programm präsentiert, wo sie eigentlich mit Schokolade und Schokoladenkristallisationsformen gespielt haben. Lustig. Am Ende dürften sie schon die richtige Form essen, die anderen nicht. Und wir haben auch Experimente mit Eis
gemacht, wie man Eis auch in verschiedenen Formen kristallisieren kann. Das heißt, prinzipiell ist es immer offen, man muss sich aber trauen, an den Herrn Professor eine E-Mail zu schicken. Anscheinend traut sich nicht jeder, sowas zu machen, auch wenn es jüngere Professoren gibt. Genau, Sie sind ein schönes Beispiel dafür. Sie haben damit Ihren Einstieg gestaltet. Also da stellt man sich immer einen Professor mit tatsächlich weißem Kittel und irgendwie ganz, nicht verwittert, aber so irgendwie ein Denkertyp. Aber Professoren können auch anders ausschauen. Faszination Chemie, das leben Sie tatsächlich, lieber Nuno Maulide. Können Sie uns noch verraten, welche Inhalte hat man im Bachelorstudium an Lehrveranstaltungen, sodass man gerade ein bisschen Ahnung bekommt, was da auf einen zukommt? Genau, man hat in dieser STEOP-Phase, Studienorientierung, also Eingangorientierungsphase, die Kernfächer, die Grundlagen, also Mathematik, die allgemeine Chemie. Und dann kommt eigentlich das erste Gespür von diesen verschiedenen Fächern. Es kommen Module, die dann organische Chemie, physikalische Chemie, analytische Chemie, anorganische Chemie, theoretische Chemie und sogar biologische Chemie darstellen. Und das bis zum Ende des Bachelorstudiums. Ich bin ein bisschen mit dem organischen Chemiemodul besser vertraut. Da gibt es Lehrveranstaltungen, da gibt es Praktika. Also man kann wirklich dann im Labor was zusammen basteln und ein bisschen was explodieren lassen. Nein, das darf man nicht. Aber das können Sie übrigens, wenn Sie mich eine E-Mail schreiben, dann organisieren wir schon für Sie eine Explosion im Institut. Aber dann im Studium selbst ist es ein bisschen zu gefährlich, etwas explodieren zu lassen. Und dann, damit schließt man sein Bachelorstudium normalerweise mit einer Bachelorarbeit. Das ist wirklich eine Vertiefungsforschungsarbeit, wo man tatsächlich in eine Forschungsgruppe reingeht und dort ein Monat, eineinhalb Monate, zwei Monate, je nach Fachrichtung, wirklich verbringt, täglich, um ein Forschungsprojekt zu untersuchen. Wie gesagt, Forschungsprojekte sind Sachen, wo wir etwas machen, das niemand vorher gemacht hat. Wir nützen jetzt die Gelegenheit, dass Sie da sind. Hat jemand eine Frage an den Herrn Professor? Möchte jemand Details? Sie schreiben eine E-Mail. Details und wir explodieren wissen. Was. Alles klar. Details schon wissen. Zur Chemie. Da haben wir organische Chemie. Na, zu schüchtern. Ansonsten, eben wie gesagt, werden wir dieses Angebot nützen. Sie kriegen jetzt wahrscheinlich 50 E-Mails, noch bevor Sie zu Hause sind. haben Sie möglicherweise. Sie würden sich überraschen. Man traut sich wirklich nicht, anscheinend. Gott sei Dank, weil es gibt eine Grenze. So viele E-Mails könnte ich auch nicht lesen. Okay, aber grundsätzlich, diese Möglichkeit gibt es natürlich. Und wir freuen uns, dass Sie das Fach Chemie und die Faszination Chemie tatsächlich erlebbar gemacht haben und wünschen ganz viele neue, junge Studierende, nämlich Frauen und Burschen, im September an der Universität Wien. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Danke. Bitteschön.